Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Together Dungeon Defenders heute mal. Und zwar mit diesen drei Quasselschrüpfen, keine Ahnung. Ihr könnt euch wieder amputen, wenn ihr wollt. Eure Lachkrämpfe frei lassen. Freien Lauf lassen. Freien Lauf lassen, genau. Hi, Uschi. Also, der Schicken spielt den Knaben, den Krieger. Ja. Teriade den Monk. Mönch. Oder auch Mönch. Und Chris der Lehrling, Gab also zwei. Der Magier. Und ich spiele den Hunter. Gab's nicht mal die Monkeys? War das nicht ja. Dieser eine Typ, der voll auf Symmetrie stand? Genau, ja. Genau. Ja, ja. Kommt der Monk zum Sag Obi. Sag mal, Zero, hast du ja auch Symmetrie? Ist meine Omi. Also wollen wir doch mal gleich mal beginnen. So, warum? Dungeon Defenders, für die Leute, die es nicht kennen, Dungeon Defenders ist ein Tower Defense Game. Nur mit ein paar Abänderungen, und zwar, dass es mehr so auf RPG ist und dass man auch mitten beim mit in der Runde, also mitten, wo die Welle gestartet ist, man da halt kämpfen kann, die Monster besiegen kann von alleine. Ja. Also wollen wir jetzt gleich mal. Also erstes Level Mittel, oder? Ja, erstes Level, wir fangen gleich von Anfang an. Leicht. Ja. Leicht halt, bevor wir nicht ein paar Level haben. Leicht, okay. Dann leicht. Also, go! Nein! Ich war gerade in der Luft. Kommt der Obi zum Omi. Etheria was once a land of living legends. Long ago, brave warriors across the realm stood together against an immortal evil known as the Old Ones. In the wake of this struggle, the champions locked away the power of the Old Ones inside Eternia crystals. Recently, the realm's heroes, called to a faraway crusade, have left their younger kin to tend the castle and its chores. Bored with their dreary duties, and imagining action and adventure, the pupils accidentally unleash an ancient force that has long been dormant. Now these heroes in training will have to grow up quickly. Together they will defend the Eternia crystals against those who would seek to resurrect the ancient evils. Smart. Toll, Zero! Ich bin so ein Intelligent. Bist du ein Affe? Jetzt dürfen wir neu anfangen wegen dir. Nö, ich kann einfach das Intro nochmal reintun. Nö. Einfach ein bisschen cutten. Ist doch total scheiße jetzt von dir. Nö, ich packe das Intro da rein. Und uns machst du doof an, weil wir so blöd sind. Ja klar. Jeder eine Spur. Jeder eine Spur. So, jetzt kommt auch mal das hinzu, dass jede Klasse bestimmte Türme bauen kann. Und zwar kann ich meine Fallen bauen. Der Chris kann seine Türme. Der Chris kann seine Türme bauen. Der Danny, der kann solche Barrieren, also solche Blasen bauen. Toll, ich kann keine Barrieren bauen, ist schon klar. Und der Schicken, der kann halt Waffen. Solche außerliche Waffen bauen, Barrikaden, Türmen. Eigentlich kann alle Türme bauen, außer Danny und ich, wir können halt eben Pfeilen bauen, kann man sagen. Und Blasen. Na, ich kann Blasen bauen. Der kann Blasen bauen. Und die verlangen von uns Blase hier. Die pissen halt die Gegner an. Dann können wir nicht hier drin. Also nicht Blasen, sondern ich kann die Blasen bauen. Und der kann Blasen. Sehr gut Blasen, also. Ja, das sagt gerade absolute Erziehungswert. Toll, mein Turm da oben ist völlig sinnlos, weil Zero mal wieder meinte, hier eine Falle aufstellen zu müssen. Wieso, wo ist dein Turm? Klarsch den kurz. Oh. Woher willst du wissen, Zero, dass ich blasen kann? Keine Ahnung, ich hab nur geraten. Aber also jetzt hast du es ja gerade bestätigt. Gesagt, ich kann gut jetzt, blasen. Jetzt hast du es ja gerade bestätigt. Ich kann das. Die einzige, die hier gut blasen kann, ist deine Jägerin. Und da haben beide Geschlechter, was Frauen, wenn sie. Hast du aber schon ausgetestet oder was? Ja, schau dir mal deine Jägerin an, die hat den Schwanz zwischen den Arsch geklemmt. Ja, jetzt ist gut, jetzt ernst, Leute. Pff, das soll ja nicht jugendfrei. Das ist nicht jugendfrei, wir hatten so einen Scheiß behauptet. Ja, Leute, alle, die unter 18 sind, sollen bitte sowas wegschalten. Machen sie sowieso nicht. Ja, aber gerade mit so einem wie ihm und Chicken, ja, genau. Jetzt verpisst euch, das sind meine Gegner. Genau, du kannst mir lieber starten. Schleichzeug. Schlag du dich.
Boah, wie langsam die schießen. Alter, Gott. Das ist ja mal jämmerlich. Das ist richtig jämmerlich. Bogenschützen, ne? Ich schlitz euch auf. Boah, nein, ich wird geauert. Geauert? Du wirst geauert, genau. Das geht doch auf Schmerzen. Ja, schon kann ich aber gedrückt halten. Was drück ich die ganze Zeit auf die linke Maustaste? Kommt der Up zum Obi und sagt, da wo ist meine Omi? Toll! Bei Obi! Boah, es ist flache Witze, Leute, ihr seid so schlecht. Ah, warum habt ihr gelacht? Lass die mal weg, ich komm da nicht ran. Dahinter ist da ist der andere. Wo, da? Da werden wir nun ja. Ich hab auf sein Oh Gott. Miteinander. Natürlich. Natürlich, alle haben gelitten. Ah, Level Up. Halleluja. Warum kriegt ihr ein Level Up, ihr Schweine? Weil wir es drauf haben. Da liegt ein Schwert für mich. Dankeschön, Danny. Ich hasse dich. Ich bin Obi. Alle sind Obi. Kinobi. Toll, jetzt sind mir die Witze ausgegangen wegen euch. Wie man genug. Das kommt eh noch im Video. Linken Zauberstab, Chris. Was so alles, vor der Aufnahme passiert. Das hast du aufgenommen, oder? Ja. Toll. Hey, warum hast du nicht F gedrückt? Dann kannst du direkt anziehen. Ja, scheißegal. Ich hab hier was für den Mönch. Der Mönch braucht nichts. Danny, komm, Itembox. Klar, Danny kriegt recht und lang. Fio, da kannst du was gut entbehren, weil er hat es. Ja. Ich will sie klauchen lang. Ich krieg gleich so lang. Oh mein Gott, nee, ihr seid. Nee. Ihr habt echt was, nee. So bis zum Erst bleiben. Oh Gott. Boah, Alter, deine Blasen hören sich auch total komisch an. Ja, es hört sich meistens an, komisch an, wenn einer geblasen wird. Boah, ich sehe schon, das letzte Play ist zum Scheitern verurteilt. Schicken! Was denn? Mach mal hier, Wady da. Ne. Doch. Ne. Die Barrikade ist total sinnlos. Erhebe dein Schwert. Und er macht den Rescal. Ich klatsch die da hinten. Jetzt verpisst euch mal, ey! Boah, ey, schieß schneller, ohne Witz, ey. Yeah, ich guck mal, stimmt mir wirklich. Ey, keiner freut sich. Die Arschlöcher, echt. Ja klar, alle gehen zu euch, ist klar, ne? Am Arsch. Danny, geh mal da weg, damit die rauskommen. Ich bin da weg. Das ist ja das Blöde am Monk. Oh Gott. Naja, nur mal so am Rande erwähnt, Danny könnte manchmal während des Displays aufsteigen wegen der Verbindung. Ja, weil er einfach die scheiß Internetverbindung hat. Er ist ein Penner, er hat kein Geld für Internet. Oh, grüner Gegenstand. Er klaut es bei seinen Nachbarn. So. Nein. Am 13. Na, ich wieder im richtig. Internet. Ach, dann lass die Viecher mal rauskommen, ihr Idioten. Ja, ihr lasst sie doch gar nicht raus. Diese scheiß Nahkämpfer hier. Die tun ja alles hier versorgen. Schlitz dich auf, du Sau! Stufenaufstieg möglich. Hey. Auf was soll ich skillen? Ich skill immer nur jetzt die ganze Zeit auf die Türme. Weiß ich nicht. Auf die motherfucking Türme. Später ist es super, wenn man auf Türme nur geht. Ja, das mache ich später. Neue Kiste. Ja, die gehören mir. Ja, die gehören jetzt alle mir. Ich mache auch die Kiste auf, aber ich habe eh keinen Mana von da. Ich habe eh Mana voll. Mana. Wann kannst du nicht nochmal meine zweite Sache bauen? Und die Barriere hiervon ist voll sinnlos. Ach, jetzt kommen diese Scheißblöden. Barriere. Orks, ne? Oh, super. Ich hätte die Falle unten bauen können. Warte mal, dann mach die kurz da weg. Die eine. Es ist ein Mönch. Ey, cool, ich krieg genauso viel Geld wieder zurück. Halleluja. Halleluja. Sing alle miteinander. Halleluja.
Warum kommen aber eigentlich drei Orks hier raus, WTF? Weil wegen Ketchup. Wir haben auch vielleicht. Also ich bin soweit. Okay, wir haben doch vielleicht. Ja, du bist auch soweit. Ja, hab schon. Ich kümmere mich um die Orks hier oben. Ich auch. Ja, ich auch. Pisst euch. Ach, 400. Ja. Warum nicht? Jetzt schleicht's euch! Bam! Das sind meine Orks. Vor allem du, Zero. Ja, ja, ich bin hier auf deiner Lane, Alter. Oh, hau ab einfach. Hau du ab. Ey, die haben mich vorweggenutzt, die Penner. Ja klar, alle gehen einfach mal lästig runter. Ich würde mal unten helfen, ne? Hallo, Freunde! Alter, jetzt geht sterben da. Ich bin dafür, dass das nur Zero aufnimmt und hochlädt. Ja, nee, ist klar. Boah, du Kackbratze. Da kommen wir wenigstens nicht mehr durcheinander. Ja, und? Ja, nix da und. Stör. Kackbratze. Normalerweise ist das sowieso am besten, wenn nur einer aufnimmt immer. Ja, bei Minecraft wird es ja wieder in Ordnung, damit aus beiden Perspektiven jemand sehen kann. Aber bei dem Spiel würde ich jetzt sagen, da nimmt nur einer auf. Und wenn jemand abonniert werden will, du verlinkst unsere Kanäle einfach unten. Das ist ganz einfach. Yay, ich kann diesen Bug-Dings der Bombstar. Ich kann meine zweite Sache bauen. Ich auch. Cool, ich kann jetzt nicht Barrieren bauen. So, jetzt verkaufe ich meine Barriere. Und baue jetzt die andere Barriere dahin. Grün. Boah, Alter, was ist das für eine geile Armbrust? Meine. Direkt in meine Truhe. Natürlich, bei meiner Truhe kommt eine Waffe für Danny raus. Bei Dennys Truhe kommt eine Waffe für Chris raus. Und beim Chris Truhe kommt eine Waffe für Chris raus. Muss so eine Waffe für mich da hinten? Ja. Ah, der ist rot, den brauche ich nicht. So, jetzt habe ich's. So, ich sag immer jede bessere Waffe. Ey. Erklär mal das mit dem Mana, warum wir so viel Mana haben zum Kaufen und so. Stimmt. Ja, das liegt deswegen dran, weil wir haben auch einen anderen Charakter. Also richtigen Main-Charakter. Also wir haben Main-Charaktere und halt jetzt Let's Play-Charaktere. Und wir können ja nicht einfach unser ganzes Mana da einfach mal wegwerfen. Aber wir haben es halt so gemacht, wir geben halt nur so viel Mana aus, wie wir selber halt auch gesammelt haben. Also wir tun vor den Aufnehmen die ganze Menge aufschreiben einfach. Vor der Aufnahme. Da wird kein Ork mehr vorbeikommen. Wenn da alle elendig sterben. Ich würde mal so reparieren, ne? So als kleiner Verschmutter, ne? Die auch alle hinten. Ja, du, ne? Die stärksten Waffen hat sowieso schicken. Die Dinger, die sind aber nur geil. Aha. Also ich bin soweit. Jo. Boah, ich muss jetzt mal hinlaufen. Dann das Boah, jetzt Ding muss ich mal hochgehen. Ich netze die. Ah, schicken! Kannst du auch ruhig weggehen, die werden aber die sterben. Orks, die schauen gar nicht aus wie die Orks, die man sonst kennt. Oder werden die da sterben? Bam! Bam! Ja, das werden die erstmal aufgehalten, dann wird das Telebiet nochmal drauf gehen und dann sind sie tot. Bei mir die gehen in die Aura, wenn dann wieder rausgekickt, gehen wieder rein, wenn wieder rausgekickt. Ja klar, Abrevokade hast du ja schon. Hat der Tenny schon, ey. Ah ne, der schicken. Schicken ist der mit den Mittelalterwaffen. Komm, Danny, wir müssen sie alle aufschlatzen. Ich und Danny haben die Vorteile, weil wir alle auf einmal angreifen. Ne? Jo. Nee, sind Nahkämpfer, wir sind Fernkämpfer. Unsere Waffen werden erst später gut. Grüne Stiefel, warum sind die grün? Oh, weil ich keine Stiefel habe. Stirb, Ork! Du Kreatur des Hades! Nachladen! Ja, Hades, ne? Auf jeden Fall Hades. Genau, ne? Hades. So könnten wir den ersten Boss nennen. Hades. Ja. Ist ja ein Dämon. Dämonen. Danke für den Spoiler. Kann einer von uns eigentlich schon. Nee, keiner. Nee, wir sind alle Stufe 3. Hä? Warum konnte ich jetzt nicht bauen? Ist das verlennen oder wird? Ah, die Abwehren halt voll. Wer hat die Abwehren halt wieder voll gemacht? Ja, denn. Alles immer deine Schuld.
oder? Wir Trends. Alle benutzen. Dann ist es grün. Ja, hier, die Türme hinter mir sind irgendwie ein bisschen sinnlos. Obwohl, nein, jetzt nicht mehr. Ich nehme was hier zurück. Ja, super, ich brauche hier ein Dynamit. Ich muss irgendwas hier wegmachen. Du brauchst gar nichts. Ist gar nichts. Eben doch. Nein, du kannst auch so wegnatzen, weil Dennis Aura macht die übelst langsam. Ey, warum kriegt eigentlich Danny hier immer nur Waffen? Ja, ich hab bis jetzt nur zwei Waffen hier gekriegt, mehr hab ich nicht. So. Hey, wer hat das da unten gebaut, bitteschön? Ja, du musst einfach seine Blockade da weg. LOL. Die braucht er doch da. LOL, ich kann immer noch nicht bauen. Ja, scheiß drauf. Ja, bau die. Chris, bau wieder deine Barrikade dahin. Zero meinte sie unbedingt wegzumachen. Ja. Wenn er meint. Ich kann ja wieder neue Sachen ausrüsten. Ich bin ready. Ich renne hier kurz noch einmal lang und mach meinen Mana voll. Nein, ich kann doch nicht. Ja, das ist der einzige Nachteil, wenn man zu viert spielt. Die Baueinheiten sind wenig immer. Aber das muss auch, man halt koordinieren. Du hast auch die Lidl-Waffe wie ich. Jo, Teamwork halt. Teamwork. Der Teamwork. Willkommen bei City Fun. Der Wok. Genau. Der Teamwork. Ja, jetzt, Gau, Chris, wie war. Ja, warte! Möge der Wok uns gut durchspringen. Mhm. So, jetzt lasse ich euch extra die 26 Sekunden warten, damit das Video länger wird. Ja, Zeit sparen. Cutten. Ach stimmt, ich kann hier blocken. Boah. Fällt mir voll für die auf. Boah, sind die langsam! Du hast ja schon die ganze Zeit der Taverne geblockt. Und sie merkt erst jetzt, dass du blocken kannst, genau. Das ist schick. Ich bring euch um. Super, aber ihr zu Schlauser gehen jetzt alle unten rum. Mindestens vier aussehen jetzt unten rum. Und die kommen hier ganz locker durch. Ich kann ja gleich helfen, ich habe ja nur zwei. Gut, oh Junge, die sterben. Wie lange ich brauche die um zu töten? Ey du Kackratze, ich bin hinter dir. Ja, putti. Boah, du kleiner Bogenschützenhurensohn. Und Danny schon wieder drauf. So, jetzt übernehme ich mal Dannys Platz hier unten. Oh, der wird auch wirklich. Die fühlen sich. Boah, ich brauche unbedingt wieder Mana-Bombe. Weißt du, was mir komisch vorkommt? Die haben das irgendwie erhöht, oder? Die Anzahl. Schön. Ich meine, am Anfang kam hier 4 Orks raus. 4. Bei leicht. Die Live-Anzahl, also das Live haben sie erhöht. Und. Das ist ja gewaltig, was sie an Schaden raushauen. Ja, finde ich jetzt nicht unbedingt. Okay, ich halt auch allgemein mehr aus als ihr, weil ich ein. Ja, weil du ein Arschloch bist. Ich wollte mich gerade sagen, cheat ist. Weil du bist ja ein Knappe, der hat die halt schon wesentlich mehr aus. Ist hier irgendwas für mich dabei? Oh, ein Schwert! Schön. Das interessiert mich weniger. Wir sind schon fertig. Level up! Das geht gerade nur alles. Ah, guck, ich hab jetzt Rundumschlag. Unsichtbarkeit ist verfügbar. Way! Ja, klar, und der gute alte Danny, der schon Level 6 ist, klar. Ja, nee, ist klar. Warum ist immer der erste Platz in Sangelevel? Keine Ahnung. Weil scheiße Glück hat. Nee, weil da glaube ich die meisten Mobs. Also für mich ist nichts dabei. Stimmt, hast recht. Wird ein wertvollster Spieler, Danny? Ja. Was sag ich? Danny, dann ich, dann Chris und dann du, Zero. Kein Wunder, ey. Zero ist einfach schlecht. Danny, ja, gib mir mal mehr Abfeuereinheiten, Mann. Also ich mehr Abfeuereinheiten. Du zockst halt eine andere Klasse, wenn du deine schwule Jägerin da machen musst.
Danny und ich sind die einzigen, wo wir erstmal warten, bis die Monster auf unsere Fallen draufgehen. Nie mit der Scheiß Fallen. Aber trotzdem bin ich erster. Wow, du bist auch ein Nahkämpfer. Los jetzt, weiter. Ich mach einfach los, Benny. So. Du musst jetzt habt ihr 120 Sekunden Zeit. Ach ja, stimmt.